Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Gimmicks. Heute sprechen wir über die Familienachterbahn Rasender Roland aus dem Hansapark in Sexdorf. Er lebt unter anderem hier in diesem Video viele interessante Off-Ride-Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven, ein komplettes On-Ride-Video aus dem Jahre 1997 sowie jede Menge Hintergrundinfos und technische Daten über diesen Vekoma Junior Coaster. Also bleibt dran, wenn ihr Lust auf den kleinen Bruder von Nessie habt, und bis gleich. Jawoll! Jawoll. Willkommen zurück! Der Rasende Roland ist eine Stahlachterbahn im Hansapark in Sexdorf vom Modell Junior Coaster des niederländischen Herstellers Vekoma, die 1993 eröffnet wurde. Ja, sie wurde an der Stelle im Park errichtet, wo zuvor die Tevoli-Achterbahn Seeschlange von der deutschen Firma Zira fuhr, beziehungsweise jetzt würde vielleicht der ein oder andere sagen, hä, Tevoli-Achterbahn, was sind das für ein Ding? Wenn ich jetzt sage, Stichwort Marienkäferbahn, dann wird bestimmt der ein oder andere jetzt spätestens drauf kommen. Also schön eng und klein und aber nett. Also ich zumindest als Kind habe damals die Seeschlange geliebt. Ich bin die bis ins Unendliche gefahren und ich weiß sogar auch, wie schnell die Seeschlange damals fuhr, weil ich habe als Kind einen Brief an den Hansapark geschickt und die haben mir tatsächlich geantwortet. Und die fuhr damals durchschnittlich 30 km/h. Ja, jetzt wissen wir es alle, ne? Ja, der Rasende Roland ist laut dem Hansapark in der Themenwelt Nervenkitzel zu finden. Und die Achterbahn ist nach den Rügenschen, oder nach der Rügenschen Kleinbahn, in Klammern Rasender Roland, auf der Insel Rügen benannt. Also wenn ihr mal im Norden unterwegs seid und auf Rügen, da gibt es tatsächlich so eine alte kleine Dampflok, obwohl so klein ist die gar nicht. Die heißt also auch Rasender Roland und ja, man hat sich das so ein bisschen abgeguckt, beziehungsweise abgeguckt. Hä, was rede ich da? Egal. Ja, kommen wir mal zur Fahrt. Die 522 Meter lange Fahrbahn beginnt mit einem Reibradlift, der die Züge auf bis zu 16 Meter Höhe zieht, und danach fahren die Züge zweimal durch den Looping der größeren Bahn, und zwar der Nessie. Und wenn dann noch der Zug der Nessie in den Looping reinfährt, Schwarzkopf, dann erlebt man ein Rendezvous im Loop, das wirklich einzigartig ist und sehr viel Spaß macht und für mich persönlich auch der absolute Höhepunkt der Bahn. Ja, die Höchstgeschwindigkeit vom Rasenden Roland beträgt 50 km/h, also 20 km/h schneller als wie die Seeschlange, unfassbar, oder? Und die kurvenreiche Fahrt führt uns durch eine Dünenlandschaft mit einem Leuchtturm und einem See und noch mit Wasserfontänen, wo man allerdings nicht nass wird. Ist vielleicht auch ganz gut so, weil dann würde wahrscheinlich jetzt der ein oder andere Besucher sagen, ich bin nass geworden, Wasser, das ist ja nass, ich verklag den Park. Ja, denn zu den Zügen. Der Rasende Roland besitzt zwei Züge mit jeweils 10 Wagen. In jedem Wagen können zwei Personen sitzen und beziehungsweise nebeneinander Platz nehmen, ohne VR-Brille, unfassbar, ne? Und ja, man wird mit einem Beckenbügel gesichert, damit man nicht rausrutscht, obwohl kann man eigentlich gar nicht, weil es gibt ja keine Inversion. Ja, man weiß es nicht, der eine oder andere würde wahrscheinlich trotzdem irgendwie ausstellen. Ist egal, komm, was rede ich da? Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die technischen Daten vom Rasenden Roland. Schauen wir mal drauf. Also Typ haben wir hier Stahl sitzend. Modell haben wir hier ein Junior Coaster Typ MK700J, für alle, die es ganz genau wissen wollen. Kategorie haben wir hier eine Familienachterbahn. Antriebsart ist Reibradlift. Hersteller ist die Vekoma, Baujahr 1993, Schienenlänge haben wir hier 522 Meter, Höhe sind wir bei 16 Meter, maximale Geschwindigkeit 50 km/h, Fahrzeit beträgt so in etwa 1 Minute 10, die Kapazität 1000 Personen pro Stunde. Zu den Zügen, es gibt zwei Züge mit jeweils 10 Wagen pro Zug, eine Sitzreihe pro Wagen und zwei Sitzplätze pro Sitzreihe. Ja, was gibt es für Elemente? Abfahrten, Auffahrten, Looping-Durchfahrt und Kurven. Unfassbar, oder? Ja, das ist nun gleich folgende Video. Stammt vom 28. September und vom 9. Oktober und vom 25. Oktober 2016.
Und dann gibt es am Ende noch ein richtig altes On-Ride-Video. Und das habe ich gedreht am 18. Oktober 1997, also gestern. Und nach dem Video sehen wir uns bekanntlich nochmal wieder zu meinem persönlichen Fazit zum rasenden Roland. Dann habe ich nochmal eine Frage an euch und wir kommen zum Feedback der vorletzten Funfab-Blog-Ausgabe. Sprich, dann kommt ihr nochmal zu Wort. Oh, ich mir und meine Versprecher, es ist unfassbar. Ja, jetzt würde ich sagen, lehnen wir uns mal zurück, fahren wir ein bisschen Zug, aber nicht Deutsche Bahn, Gott sei Dank nicht. Wir fahren nämlich pünktlich ab und ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich. Ja, meine große Schwester hat sich gestoßen und kriegt jetzt einen blauen Fleck. Ja, meine persönliche Meinung zum rasenden Roland. Ich bin die Bahn im Öffnungsjahr 1993 das erste Mal gefahren. Ich war natürlich erstmal traurig, dass die Seeschlange weg war, weil ich ein großer Fan davon als Kind zumindest gewesen bin. Aber der rasende Roland war wirklich ein guter Ersatz bzw. eine schöne Erweiterung, dadurch, dass natürlich die Abfahrt höher war oder ist. Und
Und man hat mit diesem Rendezvous im Loop wirklich damals schon ein intensives Gefühl. Es war cool, weil man fuhr dann durch diesen Looping hindurch, und wenn dann in Nessie nochmal so ein Looping über einen gemacht hat, als ob man die anderen Fahrgäste so anfassen konnte, das war schon wirklich atemberaubend. Es hat Spaß gemacht, war mal eine andere, sehr interessante Perspektive. Und ja, da habe ich schon irgendwie Gänsehaut bekommen, weil klar, das Rattern einer Schwarzkopfachterbahn ist unfassbar. Und wenn man dann noch in den Looping drin ist und die Bahn über einen fährt, cool. Aber ich fand natürlich so ein bisschen Negativpunkte. Ich habe damals mich auch schon gestoßen. Es ist recht eng in so einem Family Coaster von Vekoma. Und hier und da gibt es mal ein paar Schläge. Aber auch Gott, mein Gott, ich bin nicht so empfindlich. Ist eine Achterbahn und mein Gott. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass diese Achterbahn für mich ein absolutes Highlight ist. Aber es ist nett, es ist eben was auch für Kinder und für Jugendliche. Es ist so für zwischendurch, ist in Ordnung. Aber nach zweiter Runde sage ich dann auch, ja gut, dann ist das jetzt gewesen. Ne? Mit diesen Wasserfontänen finde ich auch ganz coole Idee, wo man so ein bisschen in dieser Schräglage fährt und dann so ein bisschen Wasser aufspritzt. Auch mit diesen Deko-Elementen an der Schlussbremse, also mit dieser Jazzband, die da ab und zu mal ein bisschen rumjodelt, ein bisschen singt. Auch sehr cool. Ich würde mir allerdings wünschen noch ein Dark Ride-Element. Das würde die Bahn, glaube ich, noch ein bisschen aufwerten. Beispielsweise in den letzten Kurven. Da könnte man so eine kleine Tunneldurchfahrt vielleicht irgendwie machen. Weiß ich nicht. Auch inklusive Schlussbremse, das vielleicht auch alles verdunkeln. Ich glaube, das würde die Bahn tatsächlich wirklich noch ein bisschen aufwerten. Und ja, das würde ich mir echt wünschen. Mal gucken. Na, lieber Hansapark, vielleicht siehst du ja das Video und sagst, ah, cool, was der Lars haben will, ist aber zu teuer. Ja, egal. Ja, jetzt interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Ja, wie ist eure Meinung zum rasenden Roland im Hansapark in Sexdorf? Schreibt das gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Google+, Facebook und hast du nicht gesehen. Und dann nochmal habe ich eine interaktive Umfrage für euch. Und zwar, wann besucht ihr den Hansapark am liebsten? Also zu welcher Jahreszeit? Entweder im Frühling, im Sommer oder im Herbst. Wenn ihr jetzt dieses Video auf, wie heißt das nochmal, Google+ und YouTube schaut, dann blende ich euch die interaktive Umfrage hier oben rechts ein. Nehmt gerne mal teil und ja, auf Facebook schreibt das einfach mit in die Kommentare, wann ihr den Hansapark am liebsten besucht. Und das eine oder andere Posting von euch werde ich natürlich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Und natürlich auch das Umfrageergebnis. Ne? Unfassbar, oder? So, habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Oh, hier steht immer überall so viele Zettel und so viele Stichwörter. Wenn ihr das jetzt sehen würdet, dann denkt ihr bestimmt, oh, ich bin bescheuert. Ich kann mir nichts merken, ne? Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja, da geht es schon los, kann man nichts merken, um das Themen, in der vorletzten Funfair-Blog-Ausgabe, um das Themenkarussell Konga, der Schaustellerfirma Sebastian Küchenmeister. Und da habe ich euch gefragt, einmal, wie ist eure persönliche Meinung über Konga? Und dann gab es noch die Umfrage, welche KMG XXL-Schaukel ist euer Favorit? Und wenn ich mir das Umfrageergebnis anschaue, gewonnen hat, klar, eindeutig mit 55% Konga von Küchenmeister. Zweiter ist gewonnen Best XXL Exclusive von Zyniger mit 33%. Dritter ist Monster von Bose mit 8% geworden. Und das Schlusslicht ist letztendlich XXL Après-Ski von Denise Kipp mit 2%. Ja, unfassbar, ne? Ja, meine Favorit ist tatsächlich auch Konga. Ich finde den einfach am schönsten thematisiert. Ich muss aber auch hinzusagen, dass ich die anderen noch nicht persönlich gesehen habe. Ja, das nur mal so vorab. Ihr habt natürlich auch fleißig kommentiert. Auf YouTube zum Beispiel schrieb der Kirmes Felix. Hallo Lars, hallo Felix. Mir persönlich gefällt Konga leider nicht so gut. Ich finde das Geschäft von der Farbgebung leider zu eintönig. Klar, es ist zwar ein thematisierter XXL, aber ich selber stehe mehr auf bunte XXL-Schaukeln wie den damaligen XXL, das Original, oder den XXL, mein Gott, so oft das Wort XXL. Après-Ski von der Schaustellerfirma Denise Kipp aus Bonn. Heute gehört der XXL. Après-Ski, ja, Kopf. Ach siehst du, wusste ich gar nicht. wie immer, ein klasse Video von dir. Vielen Dank. Mach weiter so. Jawohl, mach ich. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Ja, da freue mich natürlich auch, dass du dich freust, lieber Felix. Vielen Dank für dein ausführliches Kommentar und deine ehrliche Meinung. Finde ich aber cool, dass wir nicht alle so der gleichen Meinung sind. Nur so ist es, denke ich mal, auch interessant.
So, dann schrieb auf Facebook der Ole Tom Have, mein persönlicher Favorit war der XXL Denise Kipp, welcher ja leider umgestaltet wurde. Rekommandage vom Feinsten, jaulende Motoranlage, optisch ansprechend. Von den jetzt Reisenden ist mein Favorit jedoch Konga. Einfach schönes Theming. Ja, vielen Dank, lieber Ole, für deinen Kommentar auf Facebook. Kann ich an sich nur zustimmen. Vielen Dank. Dann schauen wir nochmal auf, wie heißt das, Google Plus. Wer hat denn da geschrieben? Der German Funfair. Oh, der hat jede Menge geschrieben. Ich bin ein großer Fan von der XXL Schaukel Konga, obwohl mir der Begriff XXL Afterburner fremd war, da ich eben nur den Namen Afterburner für die kleinen Schaukeln kenne, aber nicht in Verbindung mit XXL. Wenn wir schon bei Afterburnern sind, fahr mal zur Bremer Osterwiese. Dort steht dieses Jahr der sehr schöne Afterburner Rocket von Hartmann. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich denn nach Bremen, wenn ich das schaffe. Aber ich komme vom Thema ab. Ja, genau. Die Konga bin ich das erste Mal auf dem Frühlingsdom, glaube ich, 2013 gefahren und dann auch gleich zweimal hintereinander, da die Fahrt mir sehr viel Freude bereitet hat. Den wassersprühenden Gorilla habe ich noch nie miterlebt, was daran liegen kann, dass Konga hier im Norden immer im Herbst, Winter oder Frühling ist, Freimarkt oder Dom. Ganz besonders toll finde ich die sehr beeindruckende 10 Meter Flammen an der Spitze. Ja, das stimmt, finde ich auch sehr cool, das stimmt. Auch cool ist das laute Summen vom Motor, was man über den halben Festplatz hört. Bin bis jetzt nur Konga gefahren, stand zwar schon 2015 in Vechta vor der Best XXL, aber da es mitten im sonnenklaren Tag war, bin ich nicht mitgefahren, da die Best XXL ja mit ihrem Farbwechsler LEDs glänzt. Aber generell finde ich auch keine Schaukel schöner gestaltet, aber einen Minuspunkt haben meiner Meinung nach alle KMG-Schaukeln, egal ob XXL, Afterburner oder die Inversion, alle rütteln so doll, wenn der Arm im Arm die Schaukelrichtung ändert, was man ja auch im Onride sieht. Das haben andere Hersteller nicht, zum Beispiel wie der Mondial Mistral Artistico, die dir sicher ein Begriff ist, oder den Technical Park Loopfighter The King, der sehr stark der Inversion von KMG ähnelt, ist übrigens auch auf dem Frühlingsdom, genauso wie Konga. Da kannst du ja nochmal versuchen, Sebastian Küchenmeister zu kontaktieren. Ja, mal gucken, wenn ich das schaffe, werde ich es vielleicht mal versuchen wieder. Nachdem ich einen halben Roman geschrieben habe, ist es auch genug. Anbei noch ein Foto der Konga vom Freimarkt 2015 mit der schönen Teststrecke im Hintergrund. Mach weiter so und bis dann. Ja, vielen Dank für das Foto. Sehr cool, und für dein ausführliches Feedback. Finde ich immer cool, wenn man ein bisschen ausführlicher schreibt. Dass die Gondel so ein bisschen rüttelt, stört mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Und Artistico ist mir natürlich auch ein Begriff. Bin ich aber selber noch nicht gefahren. Aber wenn er mal in meiner Nähe ist, würde ich das auf jeden Fall auch mal testen. Vielen Dank, lieber German Funfair. Auch vielen Dank an alle, die wieder fleißig kommentiert haben. Ich habe mir alles durchgelesen und weiter so. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Das soll's von mir gewesen sein. Im Anschluss erfolgen wieder wie immer die Outtakes, nee. Und die nächste Funfair-Blog-Ausgabe erscheint wie immer kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Ja, der rasende Roland ist eine Stahlachterbahn im Hansapark. Sechsdorf, na. Von der Geschwindigkeit her war damals die Seeschlange 3. Ach, das ist doch scheiße.